Herzlich willkommen, ein fröhliches Moin zurück zu Let's Play Gothic 3. Wir waren letztes Mal im Nomadenlager. Ich bin mittlerweile nochmal alleine zurückgelaufen nach Braga. Denn hier müsst ihr noch einen Trip mit Tufail zusammen machen. Lass uns die Nomaden angreifen. Dann auf für den Kampf. Wir gehen jetzt nämlich auf die andere Seite. Beziehungsweise, ist es wirklich die andere Seite? Oder gibt es hier zwei Sorten von Nomaden? Die Antwort lautet ja. Das ist so wie Banditen und Waldläufer. Ja, kann man... Vielleicht kann man das so sagen. Und hier gibt es eben Räuber und Nomaden. Es kann sein, dass ich demnächst auch ein anderes Let's Play aus dieser Reihe spielen werde. Oder vielleicht noch ein weiteres. Ich muss deswegen mal gucken, dass ich hier... Ja. Kann ich mich eigentlich spoilern? Nee, das geht glaube ich gar nicht. Na, komm schon. Kommt ausgerechnet der Boss zu mir. Boah, hat aber auch eine Lanze drauf. Tschüss. Was hast du denn Schönes? Der lebt bestimmt noch. Könnten die nicht alle noch leben? Erstmal esse ich hier gemütlich auf. Ich sagte gemütlich. Hey! Komm her! Oh oh! Vielleicht mal was essen? Bleib stehen! Wenn ich in der richtigen Entfernung bin, ja. Ja, da guckst du, wa? Oh, voll auf den Kopf. Ups. Ich frag mich, wen ich da gerade getroffen habe. So. Die stehen schon mal nicht mehr auf. In den Staub mit dir. Ach, er ist auch gerade fertig. Hat er überhaupt was tot gemacht? Die geben gute Bögen übrigens. So, mit dem Rechtsstick einmal sofort looten. Da brauche ich mal nicht reingucken. Jetzt habe ich es ja gelernt. So, ein paar Pfeile noch mitgenommen. Oh, Feuerpfeile, Kelch. Ah, der Kelch war da drin. Waffenbündel, sehr gut. Valeris besiegt. Gute Arbeit. Nimm dir die Beute und Schnauzer? Zu Nachfallen. Mach ich. Er wird mich zwar nicht zurück in die Stadt holen, aber zumindest werde ich nicht sterben. Was hast du jetzt vor? Ich werde zu Abbas, dem Wasserhändler, gehen. Dort werde ich wenigstens nicht verdursten. Diesen Wasserkelch werden wir natürlich Abbas bringen. Wenn ich damit zu Nafalem sofort gehe, dann hat nämlich der Abbas ein Problem. Kannst du. Wenn du nicht verdursten willst, kann ich dir ein altes Geheimnis verraten. Hä? Hitze ertragen? Warte mal. Hitze ertragen? Wo ist das? Das da? Resistenz gegen Hitze. Immun gegen den Auswirkungen von großer Hitze, hält ihr Rüstungsbonus gegen Feuerschaden. Okay. Das müssen wir lernen. Das ist gut. Wie viele untote, feuermagische Wesen und andere gibt es, die Feuer benutzen. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Hier. Ich will lernen, die Hitze zu ertragen. Mache keine überflüssigen Bewegungen. Bewege dich nur so wenig wie notwendig und spare deine Kräfte. Die Hitze kann anstrengender sein, als gegen eine ganze Herde Monster zu kämpfen. Cool. Das macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt habe ich zwar noch 75 Punkte. Ich denke, das ist nicht verschwendet. Was ist denn das da oben? Waren wir da schon? Ach, das ist wieder Braga. So weit war es ja gar nicht weg.
Da über Braga müssen wir also auch nochmal hin. Wir reden erstmal mit Abbas. Bam, 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 bam. Bum bam bam bum 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 bam 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 bum bam bam. Ach schön, die Musik mag ich. Wenn ich da mitsingen muss, tut mir leid. Nein, es tut mir nicht leid. Ich singe ja gerne. Wo ist denn jetzt da vielleicht? Verflucht! Was ich habe den Kelch gefunden. Ich bitte dich, bringe ihn nach Valen. Ja gut, wenn du das willst. Habe ich nicht für ihn schon gezahlt? Bam 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 bam. Wenn ich wüsste, wo er ist. Ist er hier drin? Da ist eine Kiste. Aber einige unter den Nomaden wollten Innos nicht folgen. Und das Volk der Nomaden ward gespalten. Und die Innos folgten, errichteten große Tempel und wurden das Volk von Varant. Und das Zepter war ihr Zeichen der Herrschaft. Altes Wissen gelernt. Guck mal, drei, die wir nicht mehr lernen brauchen. Ah, der wollte mit mir jagen gehen. Dunkles Nepperleder, ich erinnere mich. Verschwinde! Pff, verschwinde! Genau, geh mal runter. Wir speichern mal gerade. Wenn er schon sagt, verschwinde, dann gehen wir doch nicht so einfach, oder? Große Truhe. Wenn, dann brauche ich eine Waffentruhe. Große Truhen sind eigentlich Goldtruhen, glaube ich. Da ist noch eine. Ich schleiche mich hier mal schön vorwärts. Metalltruhe ist auch langweilig. Wenn, dann will ich schon eine ordentliche Truhe haben. Oder wenn wir das Gebiet erobern sollten, dann würden wir nochmal richtig durchturnen. Versuch mal mit Naphalem zu reden. Warum hast du mich geweckt? Hier, das ist von Tufail. Was? Das ist... Aber... ich kann mir nicht vorstellen, dass Tufail das Gold alleine aufgetrieben hat. Sei vorsichtig, Reisender. Großzügigkeit kann eine große Schwäche sein. Aber Tribut ist Tribut. Gut, ich nehme das Gold an. Klar. Was hat der für eine schöne Rüstung? Ich habe den Kelch der Wasserhändler. Ah, dieser Kelch ist mir einen besonderen Dank wert. Wegen des Tributs? Ja, ich bin einigermaßen zufrieden. Mehr ist hier wohl nicht zu holen. Es ist wohl besser, wenn ich bleibe, um die Ruhe zu bewahren. Was dich angeht, ich werde dich in Ishtar empfehlen. Mach weiter so, dann wirst du bald ein Freund der Assassine sein. Ach, gut zu wissen. Ruf in Braga plus 15, bei den Assassinen plus 10. Okay. Was kannst du für mich tun? Da du dich als fähig erwiesen hast, werde ich dich in den Künsten der Magie unterweisen. Auch gut. Bring mir etwas über alte Magie bei. Altes Wissen. Verschwinde. Ja, tschüss. Tschüss. Diego, wie wär's? Gehen wir jagen. Auf geht's. Ja, darauf habe ich mich ja schon mal gefreut. Irgendwer konnte mir noch eine schöne Rüstung bauen. Ich habe zwar die Banditenrüstung gekauft, aber... Und ich sollte bald mal wieder ein bisschen Fleisch backen, produzieren mit B. Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern. Ja, ums Lagerfeuer. Hier, komm, mach mal was. Bam, 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 bam. Diego, wo ist er hin? Da. Ich guck mich schon mal ein bisschen um, ne? Diego, wird ja dir sicher nichts ausmachen. So, ein paar Kräuter nehmen wir mit. Diese ganzen Ruinenstätten hier, die kann ich doch nicht stehen lassen. Jetzt kommt es mir wieder so vor, als sei die Musik zu leise. Also dieses eine
Stück. Ist es, glaube ich, dass man so laut ist. War ich hier nicht vorhin? Dum, 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 dum. Ach, ich erinnere mich noch an Gothic 1, als ich das erste Mal gespielt hatte und von dem komischen Typen eins auf die Nuss gekriegt habe. Oh Gott, so viele. Diego, bist du eigentlich? Diego? Das sind ja noch mehr. Tschüss. Oh, ich muss gleich weg. Tschüss. Ich esse mal einen Happen. Vielleicht noch einen Happen. Schön, dass man das jetzt im Laufen machen kann. Natürlich. Ich hasse die Viecher. Ja, frag mich mal. So, ah, dunkles Snapperleder, sehr gut. Puh. Da oben sind noch mehr. Diego, holen wir uns die noch? Wer weiß, wie viel Leder ich brauche. Oh, jetzt soll ich mal treffen. Na, komm schon. Ups. Ja, warte mal, ich muss doch mal das Schwert auspacken. Ups. Nicht gut. Oh, ich muss weg. Ganz wichtigen Arztbesuch. Dam, 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 dam. Achso, das typische Bild. Gut, dass ich gerade gegessen habe. Das war's für dich. Mit viel. Echt mal. Gut, dass ich gerade noch was gebacken habe an Fleisch. Guck mal, der zittert noch so schön. Ach, wie süß. Dam, 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 dam. Achso, ich wollte ja immer mit Rechtsklick. Das schon ganz vergessen wieder. Die Gegend hier ist gefährlich. Ach. Es würde mich nicht wundern, wenn sich hier irgendwo Nomaden verstecken. Was hast du jetzt vor? Tja, um ehrlich zu sein, ich dachte an sowas wie Jagen und Taschen füllen. Du bist derjenige, der weiß, was zu tun ist. Und wenn du mich brauchst, dann ziehen wir gemeinsam los. Bring mir was über die Jagd bei. Großwildjäger? Nö. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Unmögliche Schlösser knacken. Das ist eigentlich gut. Was ist denn der Unterschied zwischen Meisterdieb und schwerer Taschendiebstahl? Unmöglicher Taschendiebstahl. Muss ich gleich nochmal gucken. Warte mal. Komm mal mit. Komm mit. Warte mal los. Warte mal los. Hab ich hier nicht noch einen gesehen? Da. Ach, da ist ja noch einer. Ja, natürlich. Ich hätte mal speichern sollen. Das war's für dich. Oh, Mistvieh. Ich glaube, ich kann ihn wieder zurückschicken. Ich frage mich, ob Diego für die Nomaden oder gegen Nomaden ist. Wir speichern mal. Er ist ja auf jeden Fall noch hinter mir. Solange es hier noch was zu holen gibt, könnte ich ja hier noch weiterlaufen mit ihm. Ich weiß nur nicht, ob es noch was zu holen gibt. Wir gehen hier mal auf den Berg rauf. Ich gucke mir das mal an. Und sollte es hier nichts mehr geben, dann schicke ich ihn halt weg. Und wir erledigen in Braga den Quest. Mit dem Fell, der Rüstung.
Aber ich glaube, die hätten eh nur eine normale Nomadenrüstung. Nee, Assassinenrüstung für uns. Die ist so. So lala. Gibt bessere. Dankeschön. Wo ist er hin? Da ist ja noch einer. Diego, könntest du mal angreifen? Gibt's doch nicht. Jetzt weiß ich auch, wo die ganzen Pfeile hinkommen. Sag mal. Warte, wo ist mein Schwert? Oha. So, jetzt müssen wir eigentlich genug Leder haben. Oh, warum hat er denn zweimal gehabt? Bist du bei mir? Du bist bei mir. Sehr gut. Bam, 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 bam. Diego, dein Einsatz? Dass du genau vor mir stehst, ist super. Ich habe mich geschützt. Na, komm schon. Noch einen für Mutti. Na, das war ja mal schwer. Und hepp. Hallo? Elendes Drecksvieh. Na, aber wirklich. So. Ich nehme mir den Heiltrank. Will ich eigentlich gar nicht. Geh du mal zurück. Lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. So, ich werde jetzt nämlich auch wieder zurück. Wo sind wir hier eigentlich? Ach, das ist der Berg, wo wir vorhin unten lang gelaufen sind, glaube ich. Mit Riordian. Vorhin ist gut. Nimm da Braga zurück, bitte. Wo habe ich denn den Stein? Dort. Dum, 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 dum. So, kann ich ihm jetzt das Snapperleder geben? Warum hast du mich geweckt? Hier ist das Leder. Ich habe noch eine Rüstung im Lager gefunden. Die kannst du haben. Möge sie dich allzeit gut beschützen. Zeig mal. Leichte Assassinenrüstung. Ja, okay. Ich glaube, die ist nicht so doll. Mal gucken. Nee, tatsächlich schlechter. Aber sie ist wertvoller. Oh, ja. Resistenz gegen Hitze. Damit hätten wir uns die Hitzeresistenz gespart. Aber hätten weniger Verteidigung gehabt. Ich glaube, wir sind so schon ganz gut bedient. Und das bisschen Geld. Wie viel haben wir denn? 46.000? Ich will ja immer noch die schwere Jägerrüstung haben. Dafür brauchen wir allerdings 72.000 Gold. Das könnte ich mir schon zusammenkratzen. Aber ich denke nicht, dass wir die Zutaten dafür bereits haben. So. Was wir jetzt natürlich machen können, ist erstmal die Aufnahme beenden. Und dann gehen wir das nächste Mal vielleicht da oben lang. Ich weiß aber nicht, wie wir da hinkommen. Da oben war noch irgendein Lager drauf. Kommen wir da irgendwie hin? Vielleicht hier so rum oder so? Wir könnten nach Lago gehen. Wir könnten nach Ishtar gehen. Wir werden auf jeden Fall irgendwo hingehen. Das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Gothic 3. Bis dahin, tschüss.